Guten Morgen, Franz. Von wem guten Morgen? Ich habe gerade einen Mordsgestreit mit der Sonja gehabt. Nein, wo du es nicht sagst. Woll, du, der hat mich rausgeschmissen, du. Und was hast du jetzt vor? Diesmal lass ich sie zappeln. Diesmal geh nicht wieder räumlich zurück zu ihr. Du, ich kann doch wohl bei dir mal ein bisschen schlafen, oder? Nein, sicher nicht. Ja gut, wir können es ja mal probieren. Aber gerade läuft wieder ein paar Tage. Sag einmal, erwartest du heute noch einen Besuch? Entschuldige, Thomas, guten Morgen. Wenn ich dich jetzt mitten in der Nacht störe, stell dir vor, der Franz ist weg. Weißt du, wir haben uns gestritten und normalerweise geht einmal die Straßenlage an, dann kriegt man wieder und jetzt ist er weg. Jetzt beruhig dich bitte. Der tut das leid, weil er ganz genau weiß, dass ich nicht allein schlafen kann. Von Haus aus können wir nicht einigen, schmeck. Wann gehst du heute überhaupt arbeiten? Gar nicht, ich glaube, ich rufe an und sage, ich bin krank. Du, das geht aber nicht. Meine Mutter kommt da heute zum Putzen. Oh Gott, die Putzfrau. Du schlafst noch. Nein, ich lass dich noch ein bisschen schlafen und kriegst ein Frühstück und eine kleine Überraschung. Seit wann lässt du dein Gewander so mal liegen? Das schaut mein kleiner Pinkel ja gar nicht ähnlich. Hat den mit meinem Konto. So kann ich wohl nicht verschwinden. Ich leiche mal etwas von damals aus. Oh, jetzt kommt meine Mutter auch noch. Sorry, Gott, da warten wir jetzt wieder. Mama, die Tanja hat ja gar nicht wissen können, dass da etwa anderer unter dem Bett liegt. Der hat noch bis über den Kopf zugeluckt war. Ja, warum hat er sich denn dann noch in den Kasten versteckt? Wer versteckt sich denn in Kästen außer Liebhaber, hä? Ja, der Franz natürlich, weil der eine falsche Schlange damit immer Verhältnis hat. Sag's mal, wo ist denn der Papa jetzt überhaupt? Ja, wir müssen erst nachmachen, ob die Beziehung nicht funktioniert. Aber ich war ja gar nicht da. Ich war ja der Einzige, der nicht einmal da war. Aber außer auf dem Namensschild steht oben Thomas Renk. Und damit bist du für alles verantwortlich, was in der Wohnung passiert. Aber zu dir, Egon. Dass du dich noch einmal traust, mit irgendetwas, während meiner Abwesenheit, da dir ich auch zustand. Dann sind wir der Hauptmeister Kamalun. Aber wenn du da hinhockst, wenn ich nicht tot bin, bist du doch verschwunden. Also ich brauche jetzt eine Pause.